Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Feed the Beast Continuum. Ja, ich habe die Redstone-Blöcke alle wieder abgerissen. Wer es in der letzten Folge nicht gesehen hat, ich habe das Autocrafting versucht nach hier unten zu verlegen. Habe natürlich ein bisschen Probleme gekriegt mit den Redstone-Blöcken, Input, Output etc. Und ich habe mir da was anderes überlegt. Wir gehen mal hoch. Und wir nehmen mal... XNet. Und zwar brauchen wir einen neuen Controller. So. Dann brauchen wir... Flux Network, einen Plug, nee, Flux for removing energy from, ja, einmal den, dann brauchen wir ein Network Kabel, wir brauchen Konnektoren, habe ich da noch welche in der Tasche, ah, hier sind noch welche. Und dann brauchen wir einen Importer. Und wir brauchen der kann 8 machen, ne? Ach scheiße, komm, wir ziehen Smart Dance Kabel. So, dann brauche ich mal einen neuen Level. Dann benennen wir das Ding mal um hier. Crafter 1. Crafter 2. Crafter 3. Können wir die schon mal setzen? So, die kommen auch direkt hier unten rein. 1. Das ist 3. Das ist 2. Crafter 4. Crafter 5. Crafter 6. Vier, fünf, sechs. Vier. 5, 6. Ich hätte den entweder auch mal einfach mal mit runternehmen können, ne? 6. Crafter 7. Crafter 8.
Nutbot. Und zum Schluss Crafter 9. So, das ist 7. Acht und 9. Okay, damit haben wir das schon mal durch. Jetzt brauchen wir hier natürlich noch ein bisschen Platz. Das habe ich direkt hier oben auch mit dem... Ah, guck mal. Ja, alle schon mal da. Genau, die habe ich normal nur mit einem Kabel verbunden. Das ziehen wir mal hier hinten in der Ecke hoch. Da müsste eins reichen. Mal, wo wir hier einen Anschluss kriegen. Da sind 7. Das fliegt dann ja über früher oder später weg hier. Und das können wir einfach ganz stumpf mit einem Cleanstone wieder. Okay, jetzt hängt mir hier das Kabel im Weg. Hier. Ja, genau. Kann man das hier einfach drin langziehen. So. Ja, genau, da müssten die 8. 8. Mal kurz schauen. Müsste er jetzt hier eigentlich alle drin haben. So. Ja, genau, jetzt fehlt mir da die 1. Ziehen wir einfach ein Smart Cable noch drauf. Von 8, 9. So, jetzt müsste er hier alle 9 haben.
Crafter drin haben. Deswegen habe ich die nämlich auch umbenannt, damit ich die hier schön die Rezepte erstellen kann. Und ich da nicht so einen Aufwand mit habe. Okay. Dann haben wir die im Prinzip schon mal angeschlossen. Das heißt, Autocrafting rein theoretisch wäre jetzt schon möglich. Jetzt kommt unser Controller zum Einsatz. Und zwar möchte ich den einfach hier hin haben. Der kriegt von unten Strom. Ohne Limit. Okay, damit läuft er auch. Und jetzt bauen wir uns hier hinter dem IFA blank. Hier kommen Konnektoren dran. Der darf nur nach Süden gucken. Nee. Doch. Der genauso. Der darf auch down. Okay, so viel dann dazu. Dann sind die alle schon mal verbunden. Dann können wir dem quasi den Namen geben. Crafter 1. Crafter 1. Crafter 1. Crafter 1. Und hier kriegen die... Ach nee, Moment. Das ist ja 2 hier. Richtig. Crafter 3. Crafter 3. Crafter 4. Crafter 4. Crafter 5. Sechs. Halt, hier einen Fehler gemacht. 6, 6, du bist 7. Crafter 7. Crafter 7. Nee, ach, schon wieder. 8. 8. Crafter 9. Okay. So, dann machen wir das mal anders. Du darfst auch nicht nach unten gucken. Damit das im X-Net gleich ein bisschen überschaubarer wird. Dann machen wir dann gleich was anderes noch. Genau, hier habe ich einen Importer. Da muss ich mal hier irgendwie raus.
Sektor. Muss ich anders machen? Da muss hier der Connector hin. Und hier kommt ein Glasfiberkabel zwischen. Genau, jetzt müsste der gleich einen Channel kriegen. Okay, hat er. Und den er kriegt im Port ME. Okay. Dann schließen wir das Ganze mal an hier. Und das Ding heißt Controller. Controller. Und dann müsste er die eigentlich alle sehen. Genau. Also, dann machen wir jetzt hier nämlich Folgendes. Wir machen hier einen neuen Channel. Das wird Logic. Und dann kriegt er hier einen Output von Redstone-Signal 16. So, und dann habe ich hier einen Crafter. Ingredients missing. Okay, also die haben auf hier kriegen damit auf jeden Fall. Achso, kann sein, dass ich den Monitor gleich nochmal setzen muss. Dann machen wir das erstmal fertig. Dann geben wir den erstmal hier überall ein Signal. So. Ah, das ist alles so ein Fizzelkram hier. Das sind ja Sachen, die mag ich eigentlich gar nicht. Aber was sein muss, muss sein. Um das Ganze hier optimal zu gestalten. 16 bitte. Und dann müsste es jetzt das auch gewesen sein. Perfekt. So, dann setzen wir mal den die bauen wir mal ab. Autocrafting Monitor setzen wir einmal neu. Pistenrezept hier. Pisten hatte ich eingeordnet hier. Auf 2. Schieben das da mal rein. Okay.
Das ist das Pistenrezept. Und hier kriegt er das Rezept für Treated Wood. So, wenn ich jetzt beigebe, gehe Pisten, 10 Stück, Start. Ist der schon fertig? Nee, ich wollte gerade sagen, baut er mir jetzt die Pistons? Okay, das funktioniert. Der dürfte auch hier kein Holz irgendwo anders rein haben. Okay, wir gucken mal oben auf dem Monitor. Sehen wir da irgendwas? Ja, es sind zu viele Crafter, das kann er nicht sortieren. So, jetzt warten wir mal kurz, bis er fertig ist. Wir machen noch mal ein bisschen Treated Wood. Auch mal so 10 Stück. Start. Dann haben wir hier was zu tun. Und hier machen wir mal... Ach, da habe ich noch kein Rezept für. Okay, das muss ich dann noch fertig machen. So, der ist fertig. Der ist fertig. So, jetzt machen wir einen neuen EFAB. Und zwar wird das Logic. Ach nee, gar nicht. Blöd. Storage Item. Extract. Ich gehe mal hier auf. Der müsste das sein. Ah, er weiß auch nicht wohin. Hier kriegt er ein Insert. Nein. Ich mache den noch mal im Fix fertig hier. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. So, jetzt müsste er die auf jeden Fall getroffen haben. Hat er nicht. Wieso kann er die da nicht rausziehen? Wieso kann er die da nicht rausziehen? Das ist ein Importpass. Wo habe ich noch einen Importpass? Ist der eventuell verkehrt? Nein, der sitzt richtig rum. Okay, den erkennt er vernünftig. Der kriegt ein Insert. Ah, damit klappt es auch. Okay. Das klappt anscheinend nicht mit dem Import-Bus. Okay, damit haben wir das im Prinzip soweit durch. Und jetzt brauchen wir nur noch Thyrian-Fassaden, um das Ganze zuzumachen. Ich denke mal nicht, dass ich hier so schnell wieder
ran muss. Ich mach das mal hier schön sauber alles zu. Nicht, dass mir da irgendwelche Viecher dahinter spawnen. Obwohl kann hier glaube ich nicht. Ich hab ja, müsste hier irgendwo die Magnum Torch stehen haben. Aber egal. So. Dann die Thyrian-Blöcke. Kann man nach oben hin auch zumachen. Der Fußboden kann auch zu. Perfekt. Ich breaks nur die hässlichen. Und meine Chisel. Obwohl, ich mach das erstmal hier sauber zu. Ich hätte das noch gar nicht mal hier wegkloppen sollen. Jetzt mache ich das wieder auf. Wieder zu schnell war. So, ich brauche Fassaden. Das sind sogar Thyrian-Fassaden, perfekt. So, und jetzt kann ich das schön mit Stein hinten auffüllen. Das kann auch zu. Das kann auch zu. Da kommen dann die Bricks rein. Da kommt noch Thyrian in das Loch. Das lassen wir. So, mal ein bisschen aufräumen hier. Das weg, das weg, das weg. Dann brauche ich die Chisel. Machen wir da mal vernünftige Bricks draus. Zack. Und dann haben wir das Ganze schön zu. Hier machen wir noch mal ein bisschen Schönarbeit. Thyrian weggeschmissen, ne? Thyrian. So. Genau. So. Okay, damit kann ich definitiv leben. Okay, dann würde ich sagen, ein Screenshot und damit haben wir es geschafft. Genau, wir gucken noch mal ganz kurz oben in unseren Monitor. Genau, hier kann man jetzt schön sehen, da sind jetzt die Rezepte drin. Und perfekt, dann können wir das nämlich nach und nach anlegen. Ich kann die Rezepte fertig machen. Das kann erstmal alles weg hier wieder. Und ich mache das dann offscreen in aller Ruhe fertig. Damit bin ich raus für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ja, lasst mir ein Abo da. Würde ich mich darüber freuen. Und drückt die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich bin raus für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Adios.